Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir über die unsterbliche Seele gesprochen und heute wollen wir uns mit einer ganz ähnlichen, weil eben auch dualistischen Vorstellung beschäftigen, die in sehr vielen Religionen auch heute noch verbreitet ist, nämlich mit der Reinkarnationslehre. Reinkarnation, das wissen Sie wahrscheinlich, bedeutet so viel wie Wiedergeburt. Das heißt, eine Person wird nach dem Tod ihres Körpers wiedergeboren. Sie ist vorher mit einem bestimmten anderen Körper verbunden gewesen und setzt dann ihr Leben als die gleiche Person in einem anderen, einen neuen Körper fort. Wir sind es normalerweise gewohnt, nach unserem alltäglichen Verständnis, solche Wiedergeburtslehren vor allen Dingen mit östlichen Religionen in Verbindung zu bringen. Also beispielsweise ist die Reinkarnationslehre ein fester Bestandteil der allermeisten Schulen des Hinduismus und des Buddhismus. Und das schon seit einer relativ frühen Zeit. Also Sie finden in der altindischen Religion, in den frühen Formen dessen, was wir heute Hinduismus nennen, da finden Sie schon ab der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus diese Wiedergeburtslehre präsent. Zum Beispiel in den Upanishaden, also den philosophischen Kommentaren zum Veda, so ungefähr ab dem Jahr 500 vor Christus. Oder Sie finden das in dem berühmten indischen Gedicht der Bhagavad Gita, die wahrscheinlich so im 2. Jahrhundert vor Christus verfasst worden ist. Darin finden Sie diese berühmte Passage, die sehr prägnant den Reinkarnationsgedanken zum Ausdruck bringt, die folgendermaßen lautet: So wie ein Mensch abgetragene Kleidung wegwirft und neue andere anlegt, so wirft das Verkörperte selbst die verbrauchten Körper weg und verbindet sich mit anderen, die neu sind. Aber auch über den indischen Kulturkreis hinaus ist diese Reinkarnationslehre relativ weit verbreitet. Zum Beispiel finden wir in der griechischen Antike einen ausgeprägten Reinkarnationsglauben. Pythagoras ist einer der wichtigsten Verfechter des Glaubens an die Wiedergeburt in Griechenland und auch Platon hat in seiner Philosophie eine Wiedergeburtslehre. Sie kennen vielleicht Platons Politeia, den Dialog über den Staat, und in dessen letztem Buch finden wir einen ganz interessanten Mythos über den Aufstieg der Seele in die Götterwelt und ihre Rückkehr ins menschliche Leben. Diese Wiedergeburtslehre ist nicht nur für Platon, sondern eigentlich auch insgesamt für den ganzen antiken Platonismus relativ charakteristisch. Wir finden das auch bei den Neuplatonikern, zum Beispiel bei Plotin wieder. Auch hier haben wir also Wiedergeburtslehren und ja, wenn wir mal aus dem philosophischen Bereich rausgehen, kann man sagen, für die westliche Antike insgesamt ist die Reinkarnationslehre philosophisch oder nicht eine durchaus populäre Vorstellung. Das merken Sie unter anderem daran, wenn Sie sich christliche Autoren in der Spätantike anschauen, die nicht wenig Energie darauf verwenden, gegen diese Reinkarnationslehre anzukämpfen, weil es ja eben nicht vereinbar ist mit der christlichen Vorstellung von der Auferstehung der Toten. Also allein die Tatsache, dass man es für notwendig gehalten hat, sich so intensiv mit der Reinkarnationslehre auseinanderzusetzen, zeigt, dass sie in der Antike doch recht weit verbreitet gewesen sein muss. In der westlichen Philosophie ist dann die Reinkarnation auch immer wieder Thema, auch in späterer Zeit, wenngleich nicht so ausgeprägt, wie man das in der Antike antreffen kann, was ganz einfach daran liegt, dass der Mainstream der westlichen Philosophie für die meiste Zeit christlich dominiert ist und das Christentum ja bekanntermaßen nicht zu den Religionen gehört, die an eine Wiedergeburt glauben. Also Sie finden beispielsweise, wenn Sie, sagen wir mal, ins 19. Jahrhundert hineinschauen, bei Schopenhauer eine Wiedergeburtslehre, der ja seine Willensmetaphysik mit hinduistischen Elementen anreichert, könnte man sagen, und von einer Wiedergeburt des unbewussten Willens ausgeht. Aber das muss man dann in einem anderen Seminar nochmal näher klären, wie bei Schopenhauer das aussieht. Ja, was ist nun eigentlich philosophisch betrachtet eine Reinkarnationslehre? Nun, die Reinkarnationslehre ist eigentlich nichts anderes als eine spezielle Variante der Theorie von der unsterblichen Seele, die wir beim letzten Mal bereits kennengelernt haben. Eine Reinkarnationslehre geht ja davon aus, dass es einen Träger des Bewusstseins gibt oder einen Träger der personalen Identität. Das ist ja das, worauf es uns vor allen Dingen hier ankommt. Und dass dieser Träger des Bewusstseins den Tod des Körpers überdauern kann. Nun, und einen solchen Träger von Bewusstsein und personaler Identität, das nennt man normalerweise Seele. Das haben wir ja bereits geklärt. Der einzige Unterschied besteht jetzt darin, also der Unterschied zur
normalen, wenn Sie so wollen, Lehre von der unsterblichen Seele. Der besteht darin, dass für Reinkarnationstheorien diese unsterbliche Seele eben nicht für sich alleine weiter existieren kann, sondern dass sie dazu auf einen neuen Körper angewiesen ist, mit dem sie sich wieder verbindet. Also die unsterbliche Seele kann nicht alleine unsterblich sein, sondern sie ist auf die Einheit mit dem Körper angewiesen. Eine Ausnahme davon gibt es allerdings doch, und das ist der klassische Buddhismus. Der klassische Buddhismus oder überhaupt der Buddhismus in eigentlich all seinen Ausprägungen lehnt den Glauben an ein substanzielles Selbst ab, also an irgendeine Substanz, irgendein dauerhaftes Ich, das den Kern unserer Person, unser Selbst ausmachen könnte. Für den Buddhismus sind alle Dinge Prozesse. Prozesse, die keinen dauerhaften oder beständigen Kern haben, sondern die ihrem Wesen nach bereits unbeständig sind. Also für den Buddhismus gibt es gar nichts, was diesen Status einer Seele besitzen könnte. Eine Seele wäre etwas Dauerhaftes, etwas Beständiges, was nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und der Buddhismus behauptet, in der ganzen Welt gibt es so etwas überhaupt nicht. Damit ist die Idee einer unsterblichen Seele für den Buddhismus ausgeschlossen. Und entsprechend darf man Reinkarnation im Buddhismus auch nicht als eine Art Seelenwanderung verstehen, wie das sonst oft alternativ gebraucht wird mit dem Begriff Reinkarnation, sondern Reinkarnation bedeutet für den Buddhismus, dass das Dasein ein kontinuierlicher Prozess ist, der durch den Tod zwar verändert werden kann, aber nicht unterbrochen wird. Dieser Prozess des Daseins setzt sich ununterbrochen fort und auch der Tod ist nur eine Modifikation oder eine Veränderung innerhalb dieses Prozesses. Es gibt aber kein Element, das den ganzen unendlich langen Daseinsprozess von Anfang bis Ende, also für alle Zeiten quasi, durchziehen würde. Also es gibt kein Selbst, das beständig da ist und das diese einzelnen Episoden des Daseinsprozesses zusammenhalten würde. Das ist, Sie können sich das ungefähr so vorstellen wie bei einem Seil. Ein Seil hat ja auch keine einzelne Faser, die von Anfang bis Ende durchgeht, sondern es ist eine Verzwirbelung von jeweils kürzeren Fasern, die am Ende dann das lange Seil ergeben. Genauso ist es mit allen Episoden unseres Daseins. Die überlappen sich zwar, die sind kontinuierlich miteinander verbunden, aber es gibt nichts, was in allen Episoden beständig vorhanden wäre. Es gibt keine Seele, die weitergereicht würde von einem Leben zum anderen. Eine Analogie, die im Buddhismus dafür oft gebraucht wird, ist die von einer Kerzenflamme. Also stellen Sie sich eine Kerze vor, an der Sie eine andere Kerze anzünden. Es gibt kein Objekt, was von hier nach da wandert. Also die Kerzenflamme geht nicht von hier nach da, von der einen Kerze zur anderen Kerze, sondern dieser Brennprozess, wenn Sie so wollen, der setzt sich jetzt in einem anderen Umfeld fort, ohne dass er an dem anderen Umfeld deswegen verschwinden müsste oder so etwas. Das aber nur in aller Kürze. Wenn Sie mehr über die buddhistische Wiedergeburtslehre wissen wollen, da gibt es noch ein anderes Video von mir dazu, das Sie sich anschauen können. Für uns hier an der Stelle ist jetzt erstmal nur der eine Punkt relevant. Prinzipiell ist die Reinkarnationstheorie eine Variante der Lehre von der unsterblichen Seele mit eben der Ausnahme des Buddhismus, der eine andere Metaphysik zugrunde legt und der dem Reinkarnationsbegriff eine ganz andere Deutung gibt. Okay, nehmen wir jetzt aber mal die Standardvariante der Reinkarnationstheorie heran. Dann können wir sagen, in jedem Fall, und das gilt vermutlich auch mit gewissen Abstrichen für den Buddhismus, in jedem Fall muss die Wiedergeburtslehre von einem Dualismus ausgehen. Also sie muss annehmen, dass das Bewusstsein oder dass die Person unabhängig von einer materiellen Grundlage existieren kann. Das heißt aber dann natürlich auch, dass Wiedergeburtslehren ganz genau so wie auch die Lehre von der unsterblichen Seele vor dem Problem stehen, wie man diesen Dualismus in sich bereits plausibel machen kann. Also all die Einwände, die wir gegen den Dualismus beim letzten Mal diskutiert haben im Zusammenhang mit der unsterblichen Seele, siehe zum Beispiel Interaktionsproblem, Descartes und die Zirbeldrüse und so weiter, das ist genau die gleiche Frage, die sich auch eine Reinkarnationslehre stellen muss. Wie kann dieser Dualismus an sich bereits plausibel sein? Wie kann es Bewusstseinszustände geben, die keine materielle Grundlage haben? Innerhalb dieser verschiedenen Wiedergeburtsvorstellungen, also die, die wir in den einzelnen Religionen antreffen, gibt es nun diverse Unterschiede, wie genau diese Vorstellungen ausbuchstabiert werden. Also es gibt unterschiedliche Auffassungen davon, wie der Prozess der Wiedergeburt verläuft. Zum einen ist da eine Frage,
ob die Wiedergeburt instantan stattfindet oder ob es etwas wie ein Interregnum gibt, also eine Zwischensphäre, einen Zeitraum zwischen dem Tod des einen Körpers und dem Einzug in den neuen Körper. Der tibetische Buddhismus beispielsweise kennt den Zustand des sogenannten Bardo, also eine Phase, die zwischen dem Tod und der Wiederverkörperung liegt. Und dieses tibetische Totenbuch, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, das bespricht vor allen Dingen die Phänomene und das richtige Verhalten in diesem Zustand des Bardo, sodass man einen günstigen Einfluss auf die nächste Wiedergeburt nehmen kann. Platon hat eine ganz ähnliche Auffassung, also in der Politeia ist dann die Rede von einer tausendjährigen Phase, die zwischen Tod und Wiedergeburt liegt. Also Wiedergeburt und also Tod und Wiedergeburt sind nicht instantan miteinander verknüpft, sondern es gibt eine lange Zwischenphase. Wie man das dann metaphysisch auflösen sollte, wie man also diese dieses Interregnum verstehen sollte, wo es sich befindet, was für eine Art von Zustand es ist und wie eine Seele in diesem Interregnum existieren kann, das ist an sich nochmal ziemlich kompliziert und darauf finden Sie leider nicht besonders viele gute Antworten innerhalb der philosophischen Literatur über die Reinkarnation. Andere Reinkarnationstheorien nehmen, um sich vielleicht dieser Probleme zu entledigen, einfach einen instantanen, direkten Übergang vom einen Körper in den nächsten an. Eine andere interessante Frage, die unterschiedlich von unterschiedlichen Reinkarnationstheorien beantwortet wird, ist die, in welcher Form eigentlich eine Reinkarnation möglich ist. Für die antiken Reinkarnationstheorien beispielsweise ist eine Wiedergeburt nicht nur als Mensch möglich, sondern auch als Tier oder sogar als Pflanze. Wenn Sie als Tier oder Pflanze wiedergeboren werden, dann sind nur diejenigen Seelenteile aktiv, die für das jeweilige Lebewesen relevant sind. Sie erinnern sich an den Aristoteles mit seinen verschiedenen Seelenvermögen und so weiter. Und je nachdem, als was Sie wiedergeboren werden, werden unterschiedliche dieser Seelenvermögen dann aktiviert, könnte man sagen. In hinduistischen und in buddhistischen Wiedergeburtsvorstellungen sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus. Da wird eine Wiedergeburt als Pflanze normalerweise ausgeschlossen. Das heißt, von den irdischen Wesen kommen nur Menschen und Tiere in Frage. Dafür aber ist der Kreis der möglichen Regionen der Wiedergeburt viel, viel weiter. Sie können nicht nur als Mensch oder Tier wiedergeboren werden, sondern auch als Gott, als Dämon, oder als, als Hungergeist oder so etwas, also verschiedenste Wesen gibt es da, die den Kosmos der indischen Mythologie bevölkern. Und in all diesen Formen ist eine Reinkarnation möglich. Das bedeutet auch, nach buddhistischem und hinduistischem Verständnis sind Götter ebenso wie Menschen und alle anderen Wesen dem Kreislauf der Wiedergeburt unterworfen. Und eine Wiedergeburt als Gott garantiert ein langes und glückliches Leben, aber kein ewiges Leben. Darüber hinaus können Sie nicht nur auf dieser einen Erde hier wiedergeboren werden, auf der wir uns befinden, sondern auch in allen anderen möglichen Regionen des Kosmos. Also für die klassische indische Kosmologie ist es relativ klar, dass das Universum aus sehr vielen bewohnten Welten besteht und in all diesen Regionen ist selbstverständlich eine Wiedergeburt möglich. Auf der anderen Seite gibt es auch Wiedergeburtsvorstellungen, vor allen Dingen in indigenen Religionen, so in Afrika beispielsweise, für die eine Wiedergeburt nur in der Menschenwelt möglich ist und die dann oft auch eine Reinkarnation innerhalb der gleichen Familie oder innerhalb des sozialen Umfelds annehmen, also eine räumlich sehr begrenzte Form der Wiedergeburt. Und schließlich eine weitere interessante Frage, die alle Religionen, alle Reinkarnationsvorstellungen in den Religionen sich stellen. Unterliegt die Reinkarnation einem kosmischen Gesetz oder nicht? Für den Neuplatonismus, oder ja, Platon und den Neuplatonismus, beides eigentlich, ist es die Seele selbst, die die Form ihrer Reinkarnation wählt. Also sie bestimmt, in welcher Form sie reinkarniert werden möchte. Auch das beschreibt Platon da in diesem Mythos am Ende der Politeia. Im Buddhismus und Hinduismus hingegen ist es so, dass die Wiedergeburt vom Gesetz des Karma geregelt wird. Dieses Karma ist ein moralisches Naturgesetz, das heißt, es stellt eine Verbindung her, eine naturgesetzliche Verbindung zwischen der Qualität einer Handlung und dem Wohlergehen derjenigen Person, die diese Handlung begangen hat. Also ganz grob gesagt, das wissen Sie auch, wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren, wer Schlechtes tut, dem wird Schlechtes widerfahren. Das ist ganz allgemein das Gesetz des Karma. Dieses Karma ist einfach nur ein Naturgesetz.
Es ist keine Person, es ist also auch keine Gottheit oder so etwas, sondern Karma ist einfach nur ein Naturgesetz, das beschreibt, wie die Dinge sich in der Welt verhalten. Das Karma hat keine Interessen, das Karma hat keine Ziele, es ist also auch nicht so eine Form von ausgleichender Gerechtigkeit oder so etwas. Ganz ähnlich wie die Gravitation ist das Karma einfach nur eine Regularität der Natur, ein Gesetz, das beschreibt, wie die Dinge in der Realität sich verhalten. Das Gesetz des Karma stellt kausale Verknüpfungen her, kausale Verknüpfungen zwischen Ereignissen, also bestimmten Handlungen und bestimmten Ereignissen, die dann einer Person zustoßen. Der einzige Unterschied zu den Naturgesetzen, wie wir sie kennen, also Gravitation, Magnetismus und so weiter, ist, dass das Karma ein moralisches Naturgesetz ist, also eben nicht bloß physikalische, natürliche Tatsachen kausal miteinander verknüpft, sondern auch moralische Tatsachen miteinander verknüpft. Also stellen Sie sich das ganz ähnlich vor wie bei der Gravitation, wenn Ihnen ein Blumentopf auf den Kopf fällt oder sowas, während Sie über die Straße gehen, dann ist es nicht so, dass die Gravitation will, dass dieser Blumentopf runterfällt. Und die Gravitation lässt diesen Blumentopf nicht runterfallen, um Ihnen eins auszuwischen oder Sie zu bestrafen für irgendetwas, sondern gegeben bestimmte Ausgangsbedingungen folgt mit naturgesetzlicher Notwendigkeit einfach, dass dieser Blumentopf jetzt runterfällt in der Situation, in der Sie gerade unten vorbeigehen. Es ist nichts weiter als ein desinteressiertes, zielloses Naturgesetz. Genauso ist es mit dem Karma. Wenn Ihnen dieser Blumentopf auf den Kopf fällt, weil Sie irgendwelche schlimmen Dinge vorher getan haben, dann könnte man sagen, dass das Karma ist. Aber das heißt nicht, dass das Karma Sie für irgendwas bestraft oder dass das Karma Sie erziehen will oder dass das Karma die Gerechtigkeit des Universums wiederherstellt. Es heißt einfach nur, dass bestimmte Dinge, die Sie getan haben, als eine kausale Konsequenz dazu führen, dass dieser Blumentopf darunter fällt. Für die Wiedergeburt heißt das ganz einfach, unsere Handlungen in diesem Leben bestimmen für Hinduismus und Buddhismus die Form unserer Wiedergeburt. Wenden wir uns jetzt aber unserer eigentlichen philosophisch interessanten Frage im Zusammenhang mit der Wiedergeburt zu. Gibt es einen Grund dafür zu glauben, dass Wiedergeburt tatsächlich real ist? Also was spricht argumentativ betrachtet für den Glauben an die Wiedergeburt? Das wichtigste Argument dafür würde ja darauf hinauslaufen, zu zeigen, dass es so etwas wie eine frühere Existenz der Seele oder der Person gibt. Also, dass wir alle vor unserer jetzigen Existenz bereits einmal existiert haben. Wir sind also nicht erst mit unserer Geburt in die Existenz reingetreten, sondern waren in irgendeiner Form vorher schon da für einen unbestimmten Zeitraum. Wie ließe sich nun eine solche frühere Existenz nachweisen? Naja, ganz einfach so, wie wir alles über die Vergangenheit nachweisen könnten, nämlich mit Hilfe der Erinnerung. Ich muss mich also, wenn ich daran glaube, wiedergeboren worden zu sein, an bestimmte Fakten meines früheren Lebens erinnern können, im besten Fall an solche Fakten, die in der Gegenwart sogar noch verifizierbar sind. Ganz ähnlich verhalten wir uns ja auch, wenn wir über die Vergangenheit unseres bisherigen Lebens nachdenken. Also Sie wollen beispielsweise wissen, ob Sie im letzten Sommer bei einem Festival oder sowas gewesen sind. Dann können Sie darüber nachdenken, ob Sie sich daran erinnern, bei diesem Festival gewesen zu sein und ob andere Leute, die vielleicht dieses Festival auch besucht haben, die Erinnerungen, die Sie haben, bestätigen können. Wenn das so ist, dann sind Sie offensichtlich bei diesem Festival gewesen. Wenn das nicht so ist, naja, dann sind Sie entweder nicht bei dem Festival gewesen oder irgendetwas auf diesem Festival hat Ihre Erinnerungsfähigkeit massiv beeinträchtigt. Also sich erinnern zu können, ist ein gutes Indiz dafür, dass Sie da gewesen sind. Sich nicht erinnern zu können, ist kein ganz so gutes Indiz dafür, dass Sie nicht da gewesen sind. Denn das ist ein Problem, das wir im Zusammenhang mit der Reinkarnation auch noch antreffen werden. Die Literatur über Reinkarnation ist entsprechend voll von allen möglichen Geschichten, mit denen man versucht, solche Erinnerungen an frühere Leben in irgendeiner Weise zu belegen oder wenigstens plausibel zu machen. Also Sie finden alle möglichen Anekdoten, die mehr oder weniger glaubwürdig sind und beschreiben, wie Menschen sich an ein früheres Leben erinnert haben sollen. Greifen wir uns mal irgendeine dieser Anekdoten raus. Sie finden sowas nämlich schon in der Antike. Über Pythagoras wird so etwas zum Beispiel berichtet. Da lesen wir über Pythagoras: Als er sich einmal in Argos aufhielt und einen Schild aus der Kriegsbeute von Troja sah, den man an eine Wand genagelt hatte, begann er zu weinen. Als die Argeier ihn nach dem Grund fragten, sagte er, dass er selbst diesen Schild vor Troja getragen hatte, als er Euphorbos war. Die Leute glaubten ihm nicht und hielten ihn für verrückt.
Also sagte er, er werde ihnen einen Beweis liefern, dass es so sei, wie er gesagt hatte. Auf der Innenseite des Schildes sei mit altertümlicher Schrift geschrieben, des Euphorbos. Wegen dieser seltsamen Antwort sagten alle, man solle den Schild herunterholen, und tatsächlich fand sich auf der Innenseite die Inschrift. Also das ist so eine ganz typische Geschichte mit einer Erinnerung an ein früheres Leben, wie sie die ja, offenbar bis zu Pythagoras in die Anfänge der griechischen Antike schon zurückverfolgen können. In der Gegenwart finden wir auch eine mehr oder weniger intensive Forschung, die sich solchen anekdotischen Erinnerungen an frühere Leben widmet. Besonders der kanadische Psychiater Ian Stevenson hat sich da hervorgetan im Zusammentragen und Analysieren solcher Fälle. Also er hat eine ganze Reihe von mutmaßlichen Reinkarnationsfällen, vor allen Dingen in Indien, dokumentiert und untersucht und versucht zu prüfen, ob die für Reinkarnation sprechen. Stevenson ist da zu einem positiven Ergebnis gekommen. Also er gehört zu den Leuten, die die Idee einer Reinkarnation verteidigen und meint, Belegmaterial dafür gefunden zu haben. Andere sehen das skeptischer. Also ein Beispiel aus seinem bekannten Buch 20 Cases Suggestive of Reincarnation sieht ungefähr folgendermaßen aus. Also er erzählt da, also er berichtet da über folgenden Fall, der sich im Jahr 1950er Jahre zugetragen hat. Also im April 1950 stirbt ein 10-jähriger Junge namens Nirmal in einer nordindischen Stadt, die Kosikalan heißt. Ein Jahr später kommt dann in einiger Entfernung zu dieser Stadt ein anderer Junge zur Welt, der von seinen Eltern Prakash genannt wird. Und im Alter von ungefähr 4 Jahren beginnt nun dieser Junge, der neugeborene Prakash, sich seltsam zu verhalten. Also er sagt von sich, sein Name sei eigentlich Nirmal. Sein Vater sei ein gewisser Bollanath, also das ist ein Name, den er vorher noch niemals gehört hat. Und er sagt, dass er eigentlich in Kosikalan wohnt, ein Ort, von dem er eigentlich auch vorher noch nie etwas gehört hat. Als man ihn dann schließlich zu Nirmals Familie bringt, also der Familie des vorher verstorbenen Jungen, von dem er glaubt, er sei es, da erkennt er Familienmitglieder wieder, er kennt sich im Haus aus, in dem dieser Nirmal früher gewohnt hat, und beide Familien sind schlussendlich davon überzeugt, dass der junge Nirmal als Prakash wiedergeboren worden ist. Das ist jetzt nur eine ganz vereinfachte Paraphrase dieser Geschichte. Ich habe jetzt etliche Details hier weggelassen. Sie können das alles gerne bei dem Stevenson selber nachlesen. Aber das generelle Schema wird doch, denke ich, ziemlich deutlich. Wir haben es zu tun mit Kindern, die in der frühen Kindheit, also kurz nachdem sie gelernt haben, überhaupt zu sprechen, anfangen, Details über ein früheres Leben zu berichten. Und diese Details sind so detailliert und faktisch nachprüfbar, dass die Möglichkeit zu einer empirischen Verifikation, zu einer Bestätigung besteht. Argumentativ betrachtet, und das ist es ja, was wir hier aus philosophischer Perspektive vor allen Dingen machen wollen, argumentativ betrachtet stellen solche Anekdoten einen Versuch dar, einen Schluss auf die beste Erklärung zu konstruieren. Das heißt, wir haben hier eine bestimmte Tatsache vor uns. Also die Tatsache in unserem Fall ist, da ist eine Person, die weiß etwas, was sie eigentlich nicht wissen kann. Also sie weiß etwas über das Leben von irgendeiner anderen Person, die vor langer Zeit gelebt hat, aber längst gestorben ist, was eigentlich niemand wissen kann, der heute noch am Leben ist. Wie kann man diese Tatsache erklären? Eigentlich ja gar nicht, aber es ist sehr leicht, diese Tatsache zu erklären, wenn man eine bestimmte Hypothese annimmt, nämlich, dass diese Person, die dieses seltsame, unerklärbare Wissen hat, Reinkarnation der Person ist, auf die sich das ganze Wissen ursprünglich bezieht. Also die Reinkarnation der Person, die dieses Wissen eigentlich nur haben konnte. Das Problem dieser Methode, also des Schlusses auf die beste Erklärung, ist natürlich, das Argument ist nur dann überzeugend, wenn das wirklich die beste Erklärung der vorliegenden Fakten ist. Und gerade das kann bezweifelt werden. Zum einen lässt sich bezweifeln, ob es überhaupt so etwas wie ein erklärenswertes Faktum gibt. Also gibt es überhaupt diese Tatsache, die erklärt werden muss, dass da irgendwelche Erinnerungen an ein potenziell früheres Leben vorhanden sind. Gerade bei Geschichten wie der von Pythagoras kann man mit Fug und Recht bezweifeln, ob das wirklich so passiert ist, also ob das nicht vielmehr so eine literarische Fiktion ist. Wir können heutzutage nicht mehr überprüfen, ob Pythagoras wirklich das Gefühl hatte, sich daran zu erinnern, im Trojanischen Krieg gekämpft zu haben. Könnte sein, dass das einfach nur eine Fiktion ist, eine literarische Wendung, um diese pythagoreische Seelenwanderungslehre in irgendeiner Weise zu illustrieren. Und dann wäre überhaupt kein Faktum mehr da, das erklärt werden müsste.
Zweitens und viel relevanter würde ich sagen, selbst wenn irgendjemand überprüfbarer und nachprüfbarerweise behauptet, sich an ein früheres Leben zu erinnern, muss Reinkarnation nicht die beste Erklärung für diese Behauptung sein. Also für die Tatsache, dass jemand glaubt, sich an ein früheres Leben zu erinnern. Diese scheinbaren Erinnerungen an ein früheres Leben können durch Reinkarnation erklärt werden, aber in den allermeisten Fällen können sie besser durch etwas anderes erklärt werden. Warum jetzt besser? Nun, als Erklärung ist Reinkarnation generell erstmal verdächtig oder sollte es zumindest sein, denn normalerweise zwingt uns eigentlich nichts in der Wirklichkeit dazu, an Reinkarnation zu glauben. Also es ist nicht so, dass die Tatsache der Reinkarnation irgendwie auf der Hand liegen würde, so wie die Tatsache, dass die Sonne morgens aufgeht oder so etwas. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir erklären das nur durch Reinkarnation, werden wir gezwungen, eine Hypothese anzunehmen, die wir sonst wahrscheinlich nicht glauben würden. Und hier können wir wieder, ganz ähnlich wie beim letzten Mal, das Prinzip von Occams Rasiermesser ins Spiel bringen. Das heißt, Sie erinnern sich, wir sollten nicht mehr Entitäten in unsere Erklärung einführen, als für die Erklärung notwendig sind. Das heißt, wir sollten nur dann Reinkarnation als beste Erklärung akzeptieren, wenn jede andere ontologisch sparsamere Erklärung versagt. Also wenn alle Erklärungen, die ohne unsterbliche Seelen und wandernde Seelen und so weiter auskommen, wenn alle diese Erklärungen versagen, dann sollten wir tatsächlich Reinkarnation als beste Erklärung akzeptieren. Aber versagen diese anderen, diese sparsameren Erklärungen wirklich? In den allermeisten Fällen sieht es nicht so aus. Es gibt tatsächlich oftmals bessere, weil simplere Erklärungen für scheinbare Erinnerungen an frühere Leben. Der einfachste Fall ist folgender: Täuschung. Betrug, also bewusste oder unbewusste Täuschung, ist ganz oft im Spiel bei solchen angeblichen Reinkarnationsgeschichten. Also beispielsweise, um den eigenen sozialen Status zu erhöhen, indem man behauptet, die Reinkarnation von irgendjemand sehr Wichtigem gewesen zu sein. Also viele Leute glauben, sie wären die Wiedergeburt von Caesar oder Napoleon oder sonst irgendwas. Nicht ganz so viele Leute glauben, sie wären irgendwelche unbedeutenden Bauern im Mittelalter gewesen. Oder auch das ist in indischen Reinkarnationsfällen oft als Problem dokumentiert, die Möglichkeit, sozusagen Erbansprüche an die frühere Familie zu stellen. Also, dass da irgendwelche finanziellen Zuwendungen fließen zwischen der ehemaligen Familie und der neuen Familie, in der man wiedergeboren worden ist. Ja, das ist natürlich auch eine Erklärung, warum Leute plötzlich glauben, die Wiedergeburt von jemand anderem zu sein. Andere mögliche Erklärungen für solche scheinbaren Erinnerungen an frühere Leben sind zum Beispiel Kryptomnesie, also Erinnerungen, die nicht mehr als solche erkannt werden. Das heißt, wir haben auf ganz normalem Wege Wissen über irgendeine andere Person erworben, aber wir erkennen dieses Wissen nicht mehr selbst als ein gelerntes Wissen über jemand anderen, sondern deuten das unbewusst als eine Erinnerung an ein früheres Leben. Also das ist auch eine Erklärung, die in sehr vielen Fällen von angeblichen Reinkarnationen sich als zutreffend erwiesen hat. Oder was auch eine Möglichkeit sein kann, die scheinbar verifizierbaren Behauptungen über das frühere Leben erweisen sich bei näherer Betrachtung als so vage, dass sie eigentlich gar nicht sinnvoll verifiziert werden können. Also wenn etwa das Aussehen des Hauses beschrieben wird, in dem man früher gewohnt hat, und diese Beschreibung so auf ungefähr jedes zweite Haus in der Straße zutrifft oder sowas. Also es gibt in sehr vielen Fällen alternative, bessere, simplere Erklärungen für scheinbare Reinkarnationen. Wir sollten also, und das ist die Konsequenz daraus, diesen Geschichten gegenüber eher skeptisch sein. Aber missverstehen Sie mich jetzt an der Stelle hier nicht. Skeptisch sein bedeutet eine genaue und unvoreingenommene Prüfung aller Fälle. Wir können nicht einfach voraussetzen, dass eine bestimmte angebliche Reinkarnationsepisode falsch oder betrügerisch ist, weil sich bisher alle anderen als falsch herausgestellt haben. In dieser Vielzahl von Fällen, die der Stevenson gesammelt hat, da widersetzen sich ein paar ganz, ganz wenige Fälle hartnäckig einer simpleren Erklärung. Was nicht bedeutet, dass es eine solche simplere Erklärung nicht gibt. Das heißt erstmal nur, dass wir sie nicht gefunden haben. Denken Sie an die Sache mit, ja, wenn man sich erinnern kann, da gewesen zu sein, dann war man wohl da. Wenn man sich nicht erinnern kann, da gewesen zu sein, heißt das noch lange nicht, dass man nicht da gewesen ist. Also nur weil wir keine simplere Erklärung finden, heißt das nicht, dass es keine gibt.
Skeptisch sein heißt also auch prinzipiell die Möglichkeit zuzulassen, dass keine Erklärung gefunden werden kann. Skepsis heißt nicht automatisch davon ausgehen, dass es falsch ist. Nur so, also mit einer solchen skeptischen, in beide Richtungen skeptischen Haltung, ist überhaupt ein wissenschaftlicher Fortschritt möglich. Also das Entdecken von Phänomenen, die mit den bisherigen Theorien nicht erklärbar sind. Das ist ja Fortschritt. Denn solche Phänomene, die wir bisher mit unseren bisherigen Theorien nicht erklären können, die sind gerade der Anlass für uns, unsere Theorien zu verbessern. Und solche Phänomene können wir natürlich nur dann entdecken, wenn wir nicht davon ausgehen, sofort mit dem, was wir haben, alles schon erklären zu können. Also seien wir skeptisch gegenüber solchen Berichten über angebliche Reinkarnationen, aber skeptisch eben in beide Richtungen. Das heißt, lassen wir die Möglichkeit zu, dass es wahr ist. Aber seien wir genauso skeptisch gegenüber allen Behauptungen, die versuchen zu zeigen, dass es wirklich wahr sein sollte. Argumente für Reinkarnation sind also primär auf irgendwelche empirischen Belege, auf irgendwelche Anekdoten und die möglichen besten Erklärungen dieser Anekdoten angewiesen. Im Gegensatz dazu können jetzt Argumente gegen Reinkarnation einige ganz prinzipielle Widersprüche und Probleme aufgreifen. Die Argumentation, die wir bisher so vorgestellt haben, also die Argumentation für Reinkarnation, geht ja davon aus, dass Reinkarnation die beste Erklärung für bestimmte Phänomene ist. Also die beste Erklärung dafür, dass man Erinnerungen an etwas haben kann, woran man sich eigentlich nicht erinnern können sollte. Ein Kriterium für die Qualität einer Erklärung ist nun ihre Fähigkeit, überprüfbare Voraussagen zu machen. Das heißt, wenn die Erklärung korrekt ist, die ich gebe, dann sollten wir dieses oder jenes beobachten können. Also nehmen Sie ein simples Beispiel. Sie gehen zum Arzt mit Fieber und Husten oder so etwas und der Arzt diagnostiziert bei Ihnen eine bakterielle Lungenentzündung. Das ist seine Erklärung dafür, warum Sie Fieber und Husten haben. Wenn diese Erklärung nun korrekt ist, dann lassen sich daraus bestimmte Voraussagen ableiten. Nämlich, wenn man ein Röntgenbild Ihrer Lunge macht, müsste man da entzündetes Gewebe sehen. Oder wenn Sie einen Pneumokokkentest machen, dann sollte der positiv ausfallen. Diese Voraussagen kann man jetzt überprüfen und wenn die Voraussagen sich als korrekt erweisen, dann ist das umso mehr Grund, diese Erklärung auch zu akzeptieren. Die beste Erklärung ist die, die die meisten überprüfbaren und korrekten Voraussagen macht. Die Reinkarnationstheorie macht auch einige oder impliziert einige Voraussagen über die Welt. Und wenn die Reinkarnationstheorie wirklich die beste Erklärung für solche vermeintlichen Erinnerungen an frühere Leben ist, dann müssten sich solche Voraussagen auch belegen lassen. Aber genau da liegt das Problem. Wenn es Wiedergeburt wirklich geben sollte, dann sind einige Dinge im Universum, ganz allgemein gesagt, gerade nicht so, wie man sie erwarten sollte. Nehmen wir uns als einen beispielhaften Kritiker von Reinkarnation den römischen Kirchenvater Tertullian heraus, der bereits einige dieser Argumente vorgetragen hat, als er sich mit der pythagoreischen und platonischen Seelenwanderungslehre auseinandergesetzt hat. In seiner Schrift über die Seele, da bringt er eine ganze Reihe dieser Argumente vor und wir schauen uns mal ein paar davon an, wo er sagt, hier treffen die impliziten Voraussetzungen der Reinkarnationslehre nicht zu. Er sagt: Wenn aus den Toten Lebendige sowie aus den Lebendigen Tote entständen, so würde die Anzahl sämtlicher Menschen immer durchaus dieselbe geblieben sein, nämlich jene Anzahl, welche zuerst in das Leben eingetreten war. Denn die Lebendigen sind ja früher als die Toten. Danach werden Tote aus den Lebendigen und dann wiederum aus den Toten Lebendige. Und wenn dies immer in derselben Weise geschieht, so sind es immer dieselben, welche aus denselben hervorgehen. Es würden weder mehr noch weniger ausgehen als zurückkommen. Also, Tertullian fragt, wieso bleibt denn eigentlich die Zahl der Menschen auf der Welt nicht immer konstant? Wenn die Seelen sich doch immer in einem Zyklus befinden und jeder, der geboren wird, einer ist, der schon vorher da gewesen ist, dann haben wir einen unendlichen Kreislauf der Reinkarnation, der in sich geschlossen ist. Das heißt, es könnten niemals mehr werden. Sie können die Seelen immer hin und her schicken zwischen den verschiedenen Körpern, aber es kommt keine neue Seele hinzu oder es geht keine Seele verloren. Also die Zahl der Menschen auf der Welt müsste doch eigentlich immer gleich bleiben, wenn eine fixe Zahl von Seelen immer rotiert. Aber die Menschheit wächst doch. Wo kommen all die neuen Seelen auf einmal her? Für das antike Weltbild, also das Tertullian hier zugrunde liegt, ist das problematischer als für zugegebenermaßen die indische Kosmologie. Wir haben ja eben schon gesagt,
Nach der indischen Vorstellung ist Reinkarnation nicht nur in dieser Welt hier möglich, sondern in allen möglichen anderen Bereichen des Kosmos, sodass man dann sagen könnte, naja, die neuen Seelen oder die Seelen, die die zusätzlichen Menschen beseelen, die kommen dann halt eben aus anderen Regionen des Kosmos. Und in dieser Art und Weise könnte man dieses Argument dann vermutlich noch entkräften. Ein anderes Argument, das Tertullian vorbringt, das ist schon schwieriger. Er sagt, da die Seelen in verschiedenem Lebensalter von hinnen scheiden, warum, frage ich da, kommen sie alle denn in demselben Alter wieder? Alle Geborenen befinden sich im Kindesalter. Was soll das aber heißen, dass ein verstorbener Greis als Kind zurückkehrt und seine Seele draußen in rückläufigem Alter abnimmt? Wie viel angemessener wäre es, wenn die Seelen 1000 Jahre später vorangeschrittener zurückkämen oder wenigstens in demselben Alter als bei ihrem Tode, um die abgebrochene Lebensperiode von neuem aufzunehmen? Also, Tertullian sagt, wenn es Wiedergeburt gäbe, dann sollte man doch erwarten, dass wir nicht immer wieder von neuem anfangen müssen mit dem Leben. Dann sollten wir nicht alle als unbeflecktes Blatt, als Säugling auf die Welt kommen, sondern wir sollten alte Seelen sein, die in einen zugegebenermaßen jungen Körper reinkommen, aber eben denen man anmerkt, dass sie schon viele, viele Leben hinter sich haben. Wenn die Wiedergeburt die Fortsetzung meines Lebens ist, warum geht dann alles, was vorher war, verloren? Also alles, was mein Leben vorher gewesen ist, warum ist das nicht mehr da? Das ist wieder eine Vorhersage, die man aus der Reinkarnationstheorie eigentlich ableiten können sollte, aber die nicht bestätigt werden kann. Ein weiteres Argument von Tertullian, und da geht es jetzt so langsam wirklich ans Eingemachte, das betrifft das Problem der Kontinuität bei der Reinkarnation. Schauen wir nochmal in seinen Text rein. Er sagt, gesetzt auch, sie kämen immer als dieselben wieder. So müssten sie, wenn auch nicht dieselben Körperformen, so doch die vorigen Eigentümlichkeiten in den Geistesanlagen, Studien und Neigungen mit sich zurückbringen. Denn wenn sie dessen entbehren, woran man ihre Identität erkennt, so würde es ja ein übereiltes Urteil sein, sie für identisch zu halten. Woher weißt du denn, wendet man mir ein, ob es nicht im Verborgenen doch so ist? Aber der tausendjährige Zeitraum mag die Fähigkeit rauben, sie wiederzuerkennen, da es uns Unbekannte sind, die zurückkehren. Oh bitte, ich weiß sehr wohl, dass es sich nicht so verhält, da es ja Pythagoras Euphorbus ist, den man mir entgegenstellt. Tertullian kannte offensichtlich auch die Geschichte von Pythagoras. Denn siehe, Euphorbus ist, wie schon durch die Auszeichnung seiner zum Weihgeschenk gemachten Schilde zur Genüge feststeht, eine kriegerische und soldatische Seele gewesen. Pythagoras dagegen war so friedlich und unkriegerisch, dass er die damaligen Kämpfe in Griechenland vermeidend das ruhige Italien vorzog. Ganz der Geometrie, Astronomie und Musik hingegeben. Ganz fremd den Neigungen und Beschäftigungen des Euphorbus. Wenn Menschen also die Wiedergeburt früherer Personen sind, müsste man dann nicht eigentlich erkennbare Übereinstimmungen im Charakter, der Persönlichkeit und so weiter vorfinden? In den angeblichen Fällen ist das aber nicht festzustellen. Also gerade hier bei diesem Fall, den wir schon uns angeschaut haben, von Pythagoras, der meint, die Wiedergeburt des Kriegers Euphorbus zu sein. Da finden wir gerade nicht diese Übereinstimmung des Charakters. Aber wenn doch Euphorbus und Pythagoras eigentlich die gleiche Person sind, warum sind sie dann so massiv unterschiedlich voneinander? Warum haben sie so unterschiedliche Charaktere? Was könnte in einer solchen Situation überhaupt noch für Identität sprechen? Es gibt keine körperliche Kontinuität und es gibt keine mentale Kontinuität. Es bleibt gar nichts mehr eigentlich, müsste man sagen, was diese Kontinuität überhaupt noch ausmachen könnte. Das ist das schwierigste Problem für die Reinkarnationslehre. Es ist wieder einmal das Problem der Identität, was wir auch im Zusammenhang mit der unsterblichen Seele schon als das große Problem ausgemacht haben. Nehmen wir nämlich einmal an, es gäbe wirklich eine Wiedergeburt und wir alle wären seit vielen, vielen Jahrtausenden, vielleicht seit Jahrmillionen, immer wiedergeboren worden. Das heißt, wir haben unzählige Leben bereits hinter uns, auch wenn wir jetzt im Moment nichts mehr davon wissen. Es gibt allerdings keinerlei physische Verbindung zwischen meinem Leben jetzt und diesen früheren Leben. Wir haben ja alle neue Körper bekommen, nicht wahr? Also es gibt keine Verbindung zwischen dem Körper, den ich jetzt habe, und dem früheren Körper, den ich einmal bewohnt habe. Also die physische Kontinuität zwischen meinen verschiedenen Reinkarnationen ist abgerissen. Es gibt auch keine psychische Verbindung zwischen mir und meiner früheren Reinkarnation.
Wir erinnern uns ja nicht mehr daran, dass wir früher einmal gelebt haben. Also zumindest geht es mir und den allermeisten anderen Menschen vermutlich auch so. Wenn es diese früheren Reinkarnationen gegeben hat, dann wissen wir nichts mehr davon. Wir bringen auch keine charakterlichen Merkmale unserer früheren Reinkarnationen mehr mit sich. Das heißt, auch die psychische Kontinuität ist abgerissen. Keinerlei Erinnerungen, keinerlei charakterliche Übereinstimmungen. Was soll denn da noch Kontinuität herstellen? Wieso sollte man in einer solchen Situation, wenn es weder physische noch psychische Kontinuität gibt, sagen, dass ich die Reinkarnation einer früheren Person bin? Nichts verbindet mich mehr mit ihr. Also wenn ich jetzt beispielsweise glaube, dass ich die Wiedergeburt von Julius Caesar bin oder so etwas, aber ich erinnere mich an nichts aus Caesars Leben und meine Persönlichkeit hat überhaupt nichts mit der Persönlichkeit Caesars gemeinsam. Was verbindet mich dann überhaupt mit ihm? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser Behauptung, dass ich die Reinkarnation von Julius Caesar bin und der Behauptung, dass ich nicht die Reinkarnation von Julius Caesar bin? Gibt es überhaupt einen Unterschied, einen erkennbaren Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien? Es sieht nicht so aus. Wir könnten hier ganz ähnlich, wie wir es beim letzten Mal in Bezug auf die unsterbliche Seele gemacht haben, wieder mit Locke sagen, solange es keine Kontinuität des Bewusstseins gibt, also solange es keine durchlaufende Erinnerung gibt, ist es genauso, als wäre jemand anderes gestorben und als wäre ich neu geboren worden. Also nur weil ein Leben endet und ein anderes Leben neu beginnt, heißt das noch nicht, dass das eine Leben die Fortsetzung des anderen ist. Oder, um es mit Leibniz auszudrücken, der das in seinem metaphysischen Diskurs sich auch gefragt hat. Er sagt nämlich, setzen wir einmal, irgendjemand sollte plötzlich König von China werden, aber unter der Bedingung zu vergessen, was er gewesen ist, so als würde er von Neuem geboren. Bedeutet das nicht praktisch oder in Bezug auf die Wirkungen, derer man sich bewusst werden kann, beinahe so viel, als ob er vernichtet und als ob in demselben Augenblick ein König von China statt seiner erschaffen werden sollte? Also wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen einer Reinkarnation, die nichts an Gemeinsamkeiten hat mit ihrem früheren Dasein und einem völligen Neuanfang, ohne dass man eine Reinkarnation ist? Es scheint gar keinen Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien zu geben. Das Problem, dem wir uns hier gegenüber sehen, ist also wieder, wie kann Identität über den Tod hinaus bestehen bleiben? Das Problem ist für die Reinkarnationslehre allerdings noch drastischer, als das für die unsterbliche Seele ist. Denn die Reinkarnationstheorie kann weder eine körperliche noch eine psychische Kontinuität annehmen. Es sei denn natürlich, es gibt so etwas wie authentische Erinnerungen an ein früheres Leben, aber wie wir gesehen haben, es gibt allerlei Gründe, daran zu zweifeln. Und damit gilt auch hier wieder, wie wir es letztes Mal gesagt haben bei der unsterblichen Seele, selbst wenn es eine Reinkarnation gibt, ist das noch nicht unbedingt für mich eine relevante Tatsache. Wenn meine Seele wiedergeboren wird, aber alle Kontinuitäten zu mir als Person abreißen, dann bin ich es nicht, der wiedergeboren wird. Oder zumindest in keinem relevanten Sinne bin ich es, der wiedergeboren wird. Meine Seele wird vielleicht wiedergeboren, aber eben nicht ich.